So, in diesem Video schauen wir uns noch ein Beispiel an zur Berechnung des Wiederbeschaffungswertes. Und die Aufgabenstellung lautet wie folgt. Bitte errechnen Sie für die nachfolgenden Vermögensgegenstände der Holzbau GmbH die kalkulatorischen Abschreibungen und von Restwerten aus Liquidationserlösen am Ende der Nutzungsdauer ist nicht auszugehen. Die Abschreibung erfolgt linear. Dieser vorletzte Satz mit den Restwerten heißt einfach nur, am Ende der Nutzungszeit sind die Sachen komplett wertlos. Und die folgenden Angaben haben wir. Wir haben hier verschiedene Vermögensgegenstände, Grundstücke, Gebäude, Drehmaschinen und noch weitere Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Und dann in der nächsten Spalte haben wir die Informationen zu dem Anschaffungswert, was die jeweiligen Vermögenswerte ursprünglich gekostet haben. Dann haben wir den Preisindex, der uns sagt, wie viel der geschätzte Wiederbeschaffungswert sein wird. Und dann haben wir die festgelegte Nutzungsdauer in Jahren der verschiedenen Vermögensgegenstände. Und der Wiederbeschaffungswert ist einfach nur der Anschaffungswert multipliziert mit dem Preisindex. Macht zum Beispiel für die Grundstücke die 300.000 Euro mal 1,8, dann haben wir 540.000 Euro. Das machen wir für alle Vermögenswerte, die hier aufgeführt sind, und haben dann den jeweiligen Wiederbeschaffungswert, der ja die Grundlage ist für die kalkulatorischen Abschreibungen. Und die kalkulatorischen Abschreibungen bei den Grundstücken haben keine Nutzung, denn sie sind per Definition und auch in den Finanzbereich davon aus, Grundstücke sich nicht abnutzen. Es gibt bestimmte Extremfälle, wo das in der Fall ist. Das wird dann anders gehandhabt als über eine reguläre Abschreibung. Dass Grundstücke sich nicht abnutzen. Und deswegen müssen wir die auch nicht abschreiben. Wenn wir dann zu den Gebäuden weiterschauen, erhalten wir als kalkulatorischen Abschreibungsbetrag pro Jahr 28.000 Euro 800 Euro. Das sind einfach diese 1.440.000 geteilt durch 50. Das machen wir wiederum für alle weiteren Vermögensarten, erhalten diese Abschreibungsbeträge pro Jahr und sind schon fertig mit dem Beispiel.